Wir sind Rosie und Steffen und zusammen mit unserem Kater Otti fahren wir seit 3 Monaten mit unserem Van Willi durch Europa. Diese Woche ist es soweit und mit Hilfe von tollen neuen Freunden kommen unsere Abwassertanks endlich wieder unter das Auto. Außerdem zeigt Kroatien noch einmal, was es zu bieten hat und macht uns den Abschied richtig schwer. Unser Plan sieht heute vor, dass wir die Tanks unten an Willi befestigen. Und dazu wollen wir Flacheisen kaufen, ein paar Meter, damit wir später eine Verankerung bauen können, die dann die Tanks wieder unten am Auto festmacht. Wir sind jetzt mittlerweile wieder bei Ulf und Nicole vom Wohnmobilservice Nottebohm in der Nähe von Zadar. Und wir haben jetzt insgesamt 8 Meter Flachmetall, A2 Meter, 3 cm breit. Und dann haben wir den passenden 32er Schlauch, werden aber auch noch vorhandenen Schlauch, der unterm Auto hängt, weiter benutzen. Und die passenden Schellen dazu, damit wir das alles verbinden können. Das heißt, als erstes müssen wir uns um das Flachmetall kümmern und da eine Halterung draus basteln. Und später, wenn das alles unten fixiert ist, werden wir die Schläuche wieder anbringen. Und wir sind absolute Anfänger, weshalb wir natürlich auf die Hilfe angewiesen sind. Und dann werden wir sehen, wie das gleich so läuft. Let's go! Ist das gemütlich da unten? Passen wir da drüber. Warte, warte. Sonst drückt das Brett einfach runter. Ja. So. Das kriegen wir doch hin. Guck mal. So. Die zwei Tanks liegen jetzt auf dem Brett. Das Brett werden wir gleich erhöhen und dann werden die Tanks an die richtige Stelle gelegt und dann wird da herum die Halterung konstruiert und dann hier oben angebracht. Einige Schläuche können wir noch benutzen, andere wie den da, die müssen weg. So müssen die nachher wieder da drunter, ne? Ja. Das ist der Tank. Ne? So, hier ist er an der Karosserie fest. Nachher. Jetzt bauen wir einen Halter. 5 cm, 20 cm, 45 cm, 20 cm, 5 cm. Damit wir den hier und da verschrauben können und euer Tank liegt dazwischen. Ne? Mhm. Das machen wir jetzt. Okay. Ja? Okay. So. Und wie kriegen wir das Metall in Form? Mit einer Biegemaschine. Ja. Bleibt die Tür immer auf. Hier sind sie geschützt, hier kommt keiner hin. Ne? Lass sie bauen. Das heißt, Papa guckt, Mama sitzt. Sitzt auf, ja, aus, ich glaube, auf einem Ei sitzt sie. Ja. So. Fünf haben wir gesagt, als erstes. Da kommen wir hin. Du nimmst den Hebel. Ja. So, und dann ziehst du den hoch. Okay. Okay. Ehrlich? Ist das, weil es so schwer ist oder bin ich so schwach? Ja, jetzt. Ah. So, mal einmal nachlassen. Okay. So, jetzt machen wir nochmal. Biegen wir gleich nach. Wenn wir jetzt 20 nehmen, liegt der Tank locker dazwischen. Ne? Wir machen die ein Stückchen kürzer, mhm, damit wir den Tank etwas fester anpressen, mhm, können. Ne? Also wir machen nur 19,5, das reicht auch. 19,5, so, dann siehst du an die Kante. Okay.
Okay. Genau, so ist super. Mhm. Dann haben wir ein bisschen mehr Luft, wo der Tank nachher zwischen liegt. Auf ein neues? Ja. Und hier sind nun die Halterungen für die Tanks unter dem Auto. Schön gerade von uns zurechtgebogen. Jetzt bohrst du Löcher. Ja. 6,5 mm. Mhm. Wir bohren mit einem kleinen Bohrer vor, damit es einfacher ist. Dann bohren wir 6,5 mm Löcher da rein. Dann halten wir die so wieder an. Mhm. Machen uns noch ein Stück Holz darunter, damit das Ganze ein bisschen einfacher zu halten ist. Ja. Zeichnen uns die Löcher hier oben in dem Flacheisen an. Mhm. Dann bohrst du die Löcher hier unten. Mhm. Und dann machen wir Schrauben rein. Okay. Und dann haben wir die Tanks fest. So. Und so. Oder so. Nee. Tja. Prompt ist Ulf weg, stehen uns die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, ne? Aber das geht. Und du fängst an zu bohren, ne? Da ist der Bohrer weg, ne? Dafür geht man hin und macht da, wo man bohren will, einen vernünftigen Körnerschlag. Und wir gehen da auf den Stein. Ja. Gehen genau mit der Spitze, der ist spitz hier unten, ist gehärtet, gehen wir genau dahin, wo der hin soll. Mhm. Holen wir mit dem Hammer richtig aus und hauen da drauf. Jetzt habe ich da eine Delle drin, da kann der Bohrer gleich nicht rausrutschen. Ja. Mit einem Schlag. Ja. 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 Ja, ich darf nicht so ausholen, das ist der Punkt. Jetzt gehst du so schräg auf den Körnerschlag, wo du bohren willst, hältst sie dann gerade. Mhm. Ja. So. So? So ein Mist. Ja. Jetzt sind Löcher drin, die wir mit verschiedenen Größen nach und nach vergrößert haben. Und jetzt kann es gleich auch das Auto. Wir haben es mit Absicht nach und nach größer gemacht, damit am Ende die vorderen Teile hier nicht durchglühen. Ich habe voll Ahnung. So. Wir gehen nach da. Die sind fürchterlich heiß. Mhm. Und sie brennen sich sofort ins Auge. Ne? Mhm. Ich bohre erstmal klein vor und danach dick nach. Genau, wir nehmen was Kleines und danach. Auch dreischrittig oder? Nee, zwei. Zweischrittig. Uiuiui, habe ich mich erschrocken. Okay. Erstes Loch. Ich komme. Oh, völlig falsch. Da muss ich hin. Kurz die Orientierung verloren. Wir haben jetzt auch gelernt, dass es neben Knarren, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, auch echt nützliche Knarren gibt. Und die haben wir benutzt, um die Tanks jetzt ein bisschen fester zu schrauben. Wir machen erstmal Frühstück. Wir haben uns das noch nicht verdient, okay. Aber wir konnten trotzdem frühstücken. Und wir können stolz auf uns sein. Hey, Five! Frühstück! Wie heißen die, die wir da jetzt oben reinmachen? Das Gewinde? Was ist das hier? Das sind Gewindenieten. Okay. Die kommen jetzt hier oben rein, weil wir von oben mit der Mutter nicht rankommen. Ja.
sieht's aus. Ja, ich schraube jetzt. Nein, du bohrst. Ja, ich bohre jetzt. Ich denke mal, das sollte funktionieren. So. Oder nehmen wir eine neue Schelle. Jetzt ist es so. Ich frage mich, warum es den Spruch gibt, ich gebe dir eine Schelle. Die Tanks sind dran. Wir sind staubig. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Was nicht daran lag, dass wir unkompetent sind, sondern weil wir zwischendurch ein paar Stops einlegen mussten aus verschiedenen Gründen. Aber ja, wir haben uns Zeit gelassen, zwischendurch ein bisschen Pause gemacht. Die Hauptsache ist, dass die Tanks jetzt unten wieder dran sind. Mittlerweile sind sie, oder neuerdings sind sie an 8 Stellen verschraubt und nicht wie vorher an 6. Also diesmal müssten sie fester sitzen. Auch die Konstruktion sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ja, ist ein bisschen anders, ne? Nicht mehr nur ein großes zusammenhängendes Gestell, in dem die beiden Tanks liegen, sondern das sind 4 separate Metallstreben, die wir zusammengebogen und verschraubt haben. Ja. Super, oder? Hält. Jetzt sind wir so lange mit den Tanks unterwegs gewesen, ohne dass sie unterm Auto waren, dass es total merkwürdig ist. Aber es ist richtig cool. Ja. Nee, wir wollten eigentlich gerade ein Video drehen, aber es ist cool, dass du gerade um die Ecke kommst. Nochmal großen Dank. Ne? Und wenn die Leute ein Problem haben, Wohnmobil Service not the boom. Wir können es von Herzen empfehlen. Richtig, richtig toll. Man fährt an Zadar vorbei, irgendwas stimmt nicht mit dem Wohnmobil, dann sollte man hierher kommen. Und das Beste ist, dass uns gezeigt wurde von dir, Ulf, wie das alles funktioniert, damit wir das auch selber ein bisschen verstehen und damit das nicht einfach nur repariert wird. Denn wir wollen ja auch dazulernen, damit wir hoffentlich solche und ähnliche Dinge in Zukunft auch selber hinbekommen. Ja. Das soll das Ziel sein als Camper, ne? Selber reparieren zu können. Man muss nicht immer zu mir kommen. Tschüss! Tschüss! Der ist ja riesig. Oh. Wow, und der guckt uns ganz genau an. Man kann schon verstehen, dass hier früher einige Western gedreht wurden, denn wenn man hier lang fährt, dann kommt einem das teilweise wirklich so vor, als wäre man gar nicht in Kroatien, sondern in Amerika.
gucken. Guten Morgen. Grüßchen. Gänse sind auf jeden Fall die besseren Wachhunde. Das stimmt. Und das ist der Grund, warum wir nicht pünktlich kommen, denn wir treffen zu viele süße Tiere auf dem Weg dahin. Grüßchen. Was machen wir denn hier früher morgen mitten in einem kroatischen Bergdorf? Wir sind auf dem Weg ins Bärenrefugium von Kute Vero. Da werden große und kleine Bären gesund gepflegt. Das wird bestimmt richtig schön. Dem bin ich 1,70. Guck mal. Oh, du bist gewachsen. Ich bin voll groß geworden. Toll. Wusstet ihr, dass Bären zu 75% pflanzliche Nahrung essen und gar nicht nur Fleisch? Sieht man zum Beispiel hier ganz gut. Hallo, sagst du mir auch guten Tag? Ja. Unser Fazit zum Bärenrefugium. Also der Ort ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und man sieht, dass sich ganz viele verschiedene Menschen Mühe gegeben haben. Überall gibt es kleine Details, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und natürlich ist es wahnsinnig beeindruckend, einem echten Bären live gegenüberzustehen und ihm sozusagen in die Augen gucken zu können. Also ist auf jeden Fall wirklich was richtig Besonderes. Es ist nur schade, dass wir leider keine ausführlichen Dreharbeiten machen konnten, um die Arbeit dieses Projektes zu zeigen. Das war nicht gewünscht. Nichtsdestotrotz haben wir das natürlich sehr genossen. Und wen das interessiert, der kann uns gerne einmal fragen, dann geben wir nähere Infos. Denn vielleicht wollt ihr euch das ja auch mal anschauen, wenn ihr in Nordkroatien unterwegs seid.
Hallo aus Ljubljana. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Wir haben heute hier ein bisschen den Tag verbracht und die Innenstadt ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hübsch. Und jeden Freitag ist hier Food Market. Da gibt es aus verschiedenen Ländern verschiedene Sachen auszuprobieren. Also ist auch sehr interessant. Und weil unser Video hier endet, möchten wir das Ende dazu nutzen, uns noch einmal ganz herzlich zu bedanken. Und zwar bei Ulf und Nicole. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind so glücklich, dass die Tanks wieder in dem Auto sind und dass sie halten. Wir sind ja wirklich, wirklich richtig dankbar. Und es war so schön, euch kennenzulernen. Allein schon beim ersten Mal in Kroatien und jetzt nochmal. Und wir freuen uns schon darauf, euch hoffentlich ganz, ganz, ganz bald wiederzusehen. Ist natürlich keine Werbung, das muss man an dieser Stelle noch sagen, sondern das war eine rein freundschaftliche Sache, was natürlich super, super toll ist. Und nachdem wir bei Ulf und Nicole gewesen sind, da haben wir noch die Wasserfälle gefunden. Die hatten wir gar nicht auf dem Schirm und das passiert uns ganz häufig auf unserer Reise, dass wir einfach etwas entdecken, mit dem wir vorher gar nicht gerechnet haben. Und deswegen erzählt euch gleich Rosie in unserer Minute, wie man solche Orte ohne Reiseführer und ohne Recherche vorher finden kann. Und eine Sache jetzt noch zu guter Letzt. Und zwar stehen ja demnächst bei uns einige Veränderungen an, die hatten wir auch schon angekündigt. Da müsst ihr allerdings noch ein klein wenig Geduld haben, denn voraussichtlich gibt es sie erst im nächsten Video. Dafür ja, muss erst noch einiges passieren. Ja, ich denke auch. Wir müssen gucken, ob es funktioniert. Genau. Und deswegen ja, beim nächsten Mal wahrscheinlich. Und somit verabschieden wir uns jetzt ganz herzlich von euch. Wir freuen uns natürlich immer über Likes und Abos, aber, und das müssen wir eigentlich nochmal betonen, das machen wir zu selten, wir freuen uns immer riesig über die Nachrichten, die ihr uns in die Kommentare schreibt. Und ja, wirklich riesigen, großen Dank dafür. Und an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! 5 Tipps, wie ihr Orte findet, die vielleicht nicht auf eurer Reiseroute stehen, aber am Ende zu euren schönsten Erinnerungen gehören. Als allererstes fragt Einheimische oder Reisende, die schon länger vor Ort sind. Die haben Insiderwissen und können euch sagen, welche Wege sich lohnen und welche eben nicht. Als zweites schaut euch die Schilder auf der Route an. Wir haben so den Wasserfall gefunden und hatten zum Beispiel gar keine Ahnung, dass so ein toller Ort direkt auf unserer Strecke ist. Drittens, Google Maps Satellit. Gebt den Ort ein, den ihr euch ansehen wollt oder an dem ihr euch gerade befindet und schaut einfach, was es so in der Umgebung gibt und ob ihr auf etwas davon Lust habt. Viertens, die Drohne vorfliegen lassen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, weil wir uns zum Beispiel nicht sicher waren, ob Willi da durchpasst oder ob es sich überhaupt lohnt, dorthin zu gehen. Und fünftens, falls ihr in einem Ort seid und ihr wisst nicht so genau, was es da zu sehen gibt, dann könnt ihr auch Instagram nutzen. Mit der Hashtag-Funktion seht ihr, welche Orte sich lohnen und wovon Menschen schon Bilder gemacht haben.